So, Freunde, willkommen zum zweiten Tag des blutigen Kampfturniers. Keine Heilung, keine Wiederauferstehung. 5 Sterne grün ist gesperrt. Wir sind Top 5. Gestern eine Niederlage, der letzte Kampf gegen Nordfox. Naja, der Oberkhan, genau, der Oberkhan war's. Schön. Limbitu. Okay. Ja, läuft, ne? Gegen den haben wir verloren. Sind alle ungefähr gleich stark, ja? Von den Truppen her und sowas alles. Haben wir da wahrscheinlich Pech gehabt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Auf geht's. Ligia Kalina. Polska. Okay. Polska. 3 Lilane. Ach ja, das war das Inari-Team, was verkackt hat. Ja, gut, dass du mich dran erinnerst hier. Spiel. Nimm 3 Lilane mit. Also hier würde ich dann gerne noch Freya als Protection mitnehmen. Dann gehen wir mit Blau rein. Einfach, weil ich jetzt gerade Bock zu habe, tatsächlich. Das tauschen wir so, das sollte alles hinhauen. Blau, Elisabeth ist da, ne? Krampus haben wir, falls Elisabeth Morell oder sowas auslöst. Wir haben doppelte Minions, das soll da schon schief gehen, außer dass das Board uns verarscht. Also wir haben wieder 5 Herausforderungen heute, ja? 5 Boards, die wir irgendwie bewegen müssen, dass es gut wird. Ich würde sagen, wir machen das so. Holen uns jetzt die. Schade, hätte ja sein können, dass wir hier unten noch ein Vierer-Match kriegen. So, wir machen dich an. Ich würde sagen, am nervigsten ist es tatsächlich mit Elisabeth. Wir können natürlich auch Kristallis zuerst raushauen und die Blauen in Elisabeth reinspielen. Oder wir kümmern uns um Morell. Ja, das heißt, ich kill Elisabeth und ghoste die Blauen. Okay, kann ich gar nicht. Na, dann kill ich halt Elisabeth. Dann machen wir es halt so. So geht's auch. Wir ghosten. Krieg ich sogar sehr gut. Das war jetzt nicht sehr gut, aber prinzipiell lief das Ghost-Verfahren sehr gut. Ich will tatsächlich auch erst... Ja, alles klar. Dann mach's halt so. Völlig ohne Plan. Genau, Morell darf nochmal auslösen. Das war definitiv nicht der Plan, aber gut. Dann ist das so. Wenn das Spiel das so möchte, dann machen wir das so. Nehmen wir uns die erst. Ja, natürlich. Alles klar. Gut, also ich wollte taktischer vorgehen, aber muss sie nicht. Das war dann doch viel Glück dabei, was das Board angeht zumindest. Okay, der Vortex-Surfer. Campus, wir haben 2 die Boni entfernen. Passt alles. Ich bleib bei dem Team, ja. Loki for the win sozusagen. Hoffen wir's. So, wir können das hier spielen. Ich würde aber erstmal hier das in der Mitte spielen und gucken, was da so kommt. Weil Lila halt unsere starke Farbe ist. Ah. Wir können das jetzt, weißt du, also ich werde ihn auslösen lassen. Das Ding ist, ja, ich kann das jetzt hier spielen, ja. Dann geht der hoch, dann haben wir als nächstes ein blaues Match. Ich bedenke, dass ich Cage hiernach auf ihn feuer oder
Wir feuern auf Frieda und nehmen die mit. Was aber, glaube ich, wenig Sinn macht. Deswegen machen wir das jetzt so. Jetzt machen wir erst Cage, dann machen wir die. Die hat nicht gereicht, ist aber nicht schlimm, weil wir haben jetzt die. Muss jetzt alles ein bisschen umdisponieren. Sollen wir mit Finlay da durchballern? Würde ich fast sagen. So. Komm, mach mich stolz, Lila. Jawohl. Okay, Schwein gehabt mit den Blauen, die noch hinterher gekommen sind. Okay, jetzt erstmal wieder Schutz machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch hier die Seite so. Reicht für Krampus, perfekt. Harakiri würde ich jetzt noch nicht machen mit dem gelben Diamanten, weil da geht sehr viel hier in die beiden rein und die haben noch relativ viel Leben. Deswegen würde ich erstmal gucken, dass wir das hinkriegen, ohne die da zu triggern. Erst die unten spielen, ne? Dann bleiben die hier oben stehen. So. Ich mache erstmal nur die lilanen. Da. Zack, zack. Beide stehen noch. Wir haben es ja eh gewonnen. Ich denke mal, das ist ab dem Zeitpunkt klar gewesen, ne? Gut. Weiter geht's. Richard Artus. Okay. Hab ich jetzt. Artus da. Den Dr. Moreau ganz nach außen packen würde. Ich lieber. Oder erst schnell, ne? Kann man doch machen. Ich würde aber trotzdem bei dem Team bleiben. Das ist eigentlich sehr gut. Zweimal Minions. Als zusätzlichen Schutz. Wir haben Loki. Jetzt haben wir erstmal hier. Ich will ein bisschen Platz machen hier unten. Das lief sehr gut tatsächlich. Audric. Ich denke, der logischste Move ist der hier. Erstmal. Dann ist der am logischsten, damit wir eine geghostet kriegen. So. Was sollen wir machen? Sollen wir Richard? Oder sollen wir Emilio machen? Alle Gegner erleiden 490 Brandschaden über 5 Züge. Immun gegen negative Statusänderungen sind sowieso, weil es geht nur auf Krampus. Das ist wie Immunität. Na komm, machen wir den Brandschaden. Viel Spaß. Ja, wir haben Krampus aktiviert. Wir können volle Lotte mal draufgehen und gucken, was passiert. Süß. Okay. So, dann wollen wir mal. Ich denke, wir gehen, warte, wo haben wir was drunter? Wir haben hier was drunter. Na komm, hauen wir ihn raus. Hat jetzt die Immunität, dann machen wir das so. Dann macht das Feuer jetzt wenig Sinn. Wir hätten uns zwar heilen können, ne? Weil er war ja noch von Feuer. Ja, wozu brauchen wir jetzt Regeneration? Wir sind safe. Guck dir die Minions an. Gut. Okay. Fenrir.
30er Ninja-Truppe auf Fenrir. Oh, guck dir das an. Nicht schlecht, ey. Wird er wahrscheinlich in den ganzen anderen Farben auch so haben, ne? Wähler ist natürlich ein bisschen tricky. Anna auch. Ja, gut, komm. Wir kopieren einfach mit Loki vorher. So, okay. Wir haben Lila, das ist schön. Ich will hier erstmal in Fenrir rein. So und so. Ah, nicht so viel. Lass gut sein. Okay, auf die Seite. Da sind wir blind. Das ist immer die Scheiße bei Fenrir. Kann Russula auch noch dodgen? Ja, kann auch noch dodgen. Ja, weißt du was, dann bauen wir Fenrir weg. Hoffentlich. Ja, gut, perfekt. Okay. Keine Heilung, keine Wiederauferstehung. Also er macht da gar nichts. Der Sache ist, killen wir einfach Tür oder Tier. Weil hier können wir ghosten. Hier habe ich nicht viel. Doch, hier. Guck mal, wenn ich den spiele, hätte ich hier ein blaues Match. Weil es kann auch dodgen. Das ist halt das Problem, weißt du das? Ich kill ihn, weil er ist kurz vom Special. Ich müsste ihn damit killen können. Oder wir gehen halt auf Hannah. Wäre zu viele Optionen. Ich nehme die Variante. So. Was weg ist, ist weg. Na, ja, das war das Dümmste, was passieren konnte. Aber gut. Okay. Machen ja nicht, zum Glück nicht so viel Schaden, ne? So, da habe ich nämlich gesehen, dass wir die meiste Bewegung haben. Dass das jetzt so ausartet, habe ich nicht kommen sehen. Aber dass wir hier halt Bewegung kriegen, das war mir schon klar. So. Okay. Nehmen wir das blaue Schaltchen. So. Ich will auch einmal Russula haben. So. Hat sich gut angefühlt. Minus 20, also da, das ist der auch der einzige Weg, die wegzukriegen, ne? Also mit Minions rausdrücken, oder zumindest rauszudrücken versuchen. Das heißt, Elisabeth und Hannah, trotzdem echt mies, blutiger Kampf. Okay, so, das ist auch interessant. Haben wir auch ganzen 30er Truppen. Leonidas, Lienbrock, warum, ja? Langsam. Und nur für die Säuberung? Weiß ich nicht. Mein Team ist übrigens jetzt perfekt dagegen, ja? Mit zwei blauen gegen zwei rote, mit drei lilanen gegen zwei gelbe. Das nur mal so. Deswegen werden wir das jetzt wahrscheinlich auch verlieren. Weil das Team gut passt. So, das. Da kommt was Lilanes mit nach oben. Das will ich haben. Mal kein Scheiß, ich will nicht wieder den letzten Kampf verlieren.
Ich muss Bewegung reinbringen. Okay, ja. So, gehen wir dem Panther hier drauf. Machen das so, holen uns auch Krampus. Nein, 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 nicht Bobo auslösen. Kill Bobo, töte, töte, töte Bobo, der ist böse. Böser Clown, weg mit dir. Okay. Auch Krampus. Krampus hilft uns jetzt auch, die Feinde da wegzukriegen. Also so ein bisschen zumindest. Das ist ein bisschen viel. Warte, wir machen das so. Kann ich nämlich hier ghosten. Was sie da macht, ist mir völlig egal. Soll sie da mal machen, ja. Macht eine Heilung. So. Sehr gut. So, jetzt drücken wir die Feinde da raus. Boom. Sehr gut. Puh. Okay. Anstrengender zweiter Tag, aber besser gelaufen als der erste. Papa Eurotank. Okay. Gut, Platz 207. Das ist die eine Niederlage, die wir da hatten, ne? Aber gut. Nach zwei Tagen eine Niederlage bin ich somit erstmal zufrieden. Gucken wir, was hier drin ist. Nix, wie immer. So, Nahrung voll. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir Nahrung wegkriegen. Tatsächlich. Gut, dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Farmen. Viel Glück beim Turnier weiterhin. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.